Nochmal ein bisschen leiser. Amoy-Broy. 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 Wir brauchen Bier in China. Wir machen Schamenbier. Wir brauchen Bier in Schamen. Wir machen Schamenbier. We are the Beer Brothers. An einem gewissen Punkt ist klar gewesen, wir können uns in den Jobs, die wir hier hatten, kreativ nicht ausleben. Und wir haben gesagt, so, jetzt machen wir hier einen Laden auf und brauen Bier und jetzt sind wir Braumeister. Ja. Amoy ist der alte Name von Schamen. In der Local Language heißt das Amon. Und die Ausländer, die halt hergekommen sind, die konnten das natürlich nicht aussprechen und die haben daraus Amoy gemacht. Und Bräu ist deutsch. Und das schreibt sich halt auch, Amoy-Bräu. Ja. Der deutsche Bäcker Fritz, der behauptet, er hätte sich den Namen ausgedacht. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Ich auch nicht. Wirklich nicht. Dann mussten wir, wir brauchten einen chinesischen Namen, weil Chinesen halt auch Amoy-Broy, also entweder erstmal nicht verstehen, aber auch nicht aussprechen können. Und dann haben wir überlegt, ja, wie nennen wir das denn Chinesisch? Und Davids Freundin, die hat mal gesagt, so mein dickes Bier fährt. Und auf Chinesisch heißt das Pang Pang Pijoma. Und irgendwie fand ich das irgendwie ganz witzig, aber auch passend. Und naja, David trinkt gerne Bier. Im Chinesischen gibt es ja einen anderen Kalender und andere Sternzeichen und da ist David ist Pferd und ja, ein kleines Bäuchlein hat er auch und naja, kleines oder dickes Bierpferd, natürlich als Koseform. Ne? Pummelig. Jawohl. Thank you.
Ich schau mal. So, Pijo. So, Pijo. Oh, 17 Jahre mit Pijo. 17 Jahre, ja. Ah, doch. Schau mal, da mal. Da mal, ja. Ah, da mal, ganz schau mal. Ah, doch. Iban, Iban. Iban, Iban, ja. Wir waren ja, als wir angefangen haben, wirklich hier Bier zu machen, haben wir ja keine Bierfachmänner oder Biernerds, die mal hier und da ein Bier getrunken haben und irgendwo eine Brauerei angeguckt haben oder so, die haben halt Bier getrunken. Wo sie halt Bier getrunken. Und am Anfang wussten wir ja gar nicht, wie man Bier macht. So, ne? Also muss man ja alles irgendwo rausfinden, haben im Internet gesucht, Foren, hobbybrauer.de und in Amerika natürlich ganz viele Seiten. Und dann gab es einen ganz tollen Film aus Deutschland, aus Norddeutschland. Die sind alle, haben alle bei Werner Beinhardt mitgespielt, die Leute, die den Film gemacht haben. Und der Film heißt Bier, der Film. Und die brauen halt irgendwie 400 Liter mit selbstgebauten Maschinen im Garten und trinken die ganze Zeit Bier und sind nachher total betrunken. Und, aber es ist sehr informativ gewesen so über den Prozess, weil das ist dann einer, der ist so ein bisschen wie so ein Professor gekleidet und erzählt hat, und das muss man dann machen und das kommt dann und so und so. Und das war schon eine große Inspiration. Es war relativ schnell klar, dass Bierbrauen ist keine Rocket Science. Ne? Also vor 4000 Jahren wurde schon Bier gebraut in irgendwelchen Tonpötten und die Mönche haben es gemacht und dann können wir das auch auf der Dachterrasse machen bei uns. Das hat auch sofort Spaß gemacht, weil einfach ein bisschen Malz kochen. Man muss halt filtern, dann muss halt nochmal kochen, Hefe bei und warten und dann ist Bier. In China ist es relativ traditionell, dass halt auf der Straße Essen verkauft wird. Und wir hatten am Anfang hatten wir gedacht, dass wir brauchen so eine Bierfiets, wie man das in Holland nennt. Da gibt es so Fahrräder, wo dann 10 Leute dran sitzen, da ist eine Bar in der Mitte und dann wird da getrampelt, dann kann man Bier trinken. Irgendwann war ich jetzt witzig. Und dann gab es einen Deutschen, der hat eine Zeit lang seine Würste am Strand verkauft. Und naja, dadurch, dass wir relativ lange in Amsterdam gewohnt haben und also diese Fahrradkultur und auch Backfeeds, diese Transportfahrräder, relativ gut kennen, dachten wir uns, ja, lass mal einfach so ein Fahrrad machen, wo wir einfach mal rausfahren können und so ein bisschen einfach Spaß haben können. Oder jetzt, weil wir sind im Endeffekt schon relativ gebunden an unsere Bar jetzt. Ja. Und dieses Fahrrad macht uns eigentlich so ein klein bisschen unabhängiger oder mobiler, wo wir auch mal sagen, wir machen einfach mal ein bisschen Spaß.